Nach der ersten überstandenen Aufgabe Mein Lieblingsrezept steht nun die Verkostung und Beurteilung durch die Jury an. Die Nerven der Kandidaten sind zum Zerreißen gespannt. Oh, ich habe heute Pech gehabt. Also mein Torte Boden kommt heute nicht so hoch, wie ich müsste. Also normalerweise muss so hoch und heute kommt nur so ein bisschen schief gelaufen. Als die Jury bei mir war und ein bisschen Kritik geübt hat, dass das eigentlich doch ein recht einfaches Rezept zu sein scheint, habe ich eigentlich so gedacht, so ja, es mag vielleicht einfach sein, aber dafür ist der Geschmack absolut Bombe. Also mit dem Schokoladenkuchen bin ich vom Ergebnis nicht so ganz zufrieden. Ich habe irgendwie sehr mit dem Mürbeteigboden gekämpft, schon 10-mal gemacht und so schlecht war der noch nie. Aber ich habe keine Ahnung, wo uns gelegen hat. Ja, Christian, ich bin wirklich gespannt, was die Jury sagen wird zu deinem Werk. Ich finde, es sieht schon mal gut aus. Ich finde es etwas dunkel und von der Optik her uneben. Das wird schwierig. Der Boden ist sehr keksig, ne? Ich halt fest. Ja, gibt's das auch? Das meinst du uns nicht. Also der Boden ist eindeutig zu fest. Der ist zu trocken gebacken worden. Der ist knallhart. Aber die Balance zwischen der Schokolade und der Fruchtfüllung ist für mich persönlich super. Es hätte noch ein Tüpfelchen mehr Mühe dabei sein können. Okay. Optisch schon mal sehr schön. Danke. Der Biskuit ist super fluffig, die Kombination, ich finde es super. Ich war nicht ein bisschen skeptisch. Mhm. Rührteig oben, wirklich saftig, fluffig, schön abgeschmeckt und schöne Kombi, cremig, süß. Gut gemacht. Danke. So, Heike. Von der Optik her finde ich schon mal sehr spektakulär mit dem Zucker oben drauf. Aber ich darf einmal kurz drehen. Nicht komplett überzogen. Naja, der Robuste. Sehr robust. Mhm. Ja. Oh, oh, oh. Also ich finde sie von der Konsistenz jetzt wahnsinnig weich. Klebt so ein bisschen in den Zähnen. Oh. Für mich ist es so ein bisschen Einheitsbrei. Und das Baiser ist wirklich hart. Mhm. Tut mir wirklich leid, da habe ich nicht mehr viel zuzufügen. Das ist schade. Optik ist schön, würde ich sagen. Ja, sehr. Ja. Wunderschön. Und jetzt werden wir dieses Kunstwerk zerschneiden müssen. Oh, jetzt ist es ja nicht mehr schlimm. Ich finde den Boden sehr lecker, weil der hat so eine Festigkeit. Also mir schmeckt das ganz gut. Also die Kombination Nougat-Kirsche, da hast du bei mir gewonnen. Also ich finde es super. Danke. Geht's dir gut? Wenn ich euch sehe, ja. Ein Wort nur vorweg. Eher klassisch von oben. Jetzt schneiden wir mal an. Ja. Ich habe gerade totale Kindheitserinnerungen. Bei Oma gab es auch so einen Kuchen. Ja, der schmeckt auch original so. Für mich Dosenfrüchte nicht ganz so begeistert. Nächstes Mal mache ich ja mit Originalfrüchte. Für mich ist der Kuchen sehr klassisch, aber gut. Dankeschön. Danke. Es ist butterweich. Also er steht schön da. Schöne Farbkombi. Mhm. Sieht super aus.
versteck dich nicht. Komm her. Also das Minzpesto ist der Hammer. Okay, super. Durch den Kokos ist der Biscuit super saftig. Die Pesto dabei, die rundet das Ganze ab. Die Mango, die Süße, die Frucht dabei. Ich finde es nicht nur mutig, sondern also ich finde es super. Super, danke. Also ich bin diesmal kurz und sag einfach nur perfekte Kombi, schön. Wow, toll, danke. Da fällt mir jetzt ein Pesto vom Herzen. Mir fällt auch ein Pesto vom Herzen. Also der sieht schlicht aus, wenn ich ehrlich bin. Also einige der anderen Torten hatten so ein bisschen mehr Optik. Aber du glaubst, du kannst trotzdem dich durchsetzen, oder? Ja, ich denke, der Geschmack kann überzeugen. Na, bin ich gespannt. Mal gucken, was die Jury sagt. Optik, muss ich sagen, ist eigentlich bei mir keine zu sehen. Brauche ich eigentlich groß nicht drüber sprechen. Ist das jetzt ein ganz normaler Pflaumenkuchen? Das ist ein Pflaumenkuchen, aber nach einem ziemlich alten Rezept. Oh Gott, Andrea zieht schon Luft ein. Also für mich ist der Kuchen außen wie innen nichts. Das heißt, ich habe keinen Geschmack. Ich habe keinerlei schönen Biss. Er ist relativ trocken. Und genauso ist es auch außen. Es ist eigentlich schad um die Materialien. Für mich ist Backen Emotion. Und das ist halt so ein bisschen emotionslos. Also es ist echt wirklich leider schade. Okay, aber trotzdem danke. Konstruktive Kritik soll man auch annehmen und auch künftig. Aber du merkst, du musst noch Gas geben für die nächsten Einheiten. Selbstverständlich. Schönes weiß Kirschen mit Stiel sind, gefällt mir persönlich gut. Auch also die Edelversion mit Black Gold. Mhm. Finde ich hübsch. Bernd, der hat was drauf anscheinend. Wie viele Flaschen sind da drin? Nein, gar nicht, eine kleine. Ein Schwarzwälder Kirsch heißt ja auch, weil da Schwarzwälder Kirschwasser drin ist. Und oft schmeckt der ja nach gar nichts irgendwie. Aber für mich, also ich bin erstaunt, ich mag die sonst nicht so gerne. Aber ich finde die sehr, sehr fluffig und die ist sehr schön cremig. Also die hat eine gute Konsistenz auch im Mund. Perfekt für mich auch. Kirschwasser ein bisschen reduzieren beim nächsten Mal. Ansonsten trifft das Original perfekt. Beim Boden war ich skeptisch durch die vielen Eier. Er ist schön, er ist locker. Und die Sahne, muss ich sagen, bei mir ein Pluspunkt. Ich mag Schwarzwälder Kirsch mit richtig Bums. Ich auch. On another love, another love, oh Martin. Möchtet ihr mal eine Nase nehmen? Nein, lass zu. Oh, dann lass den Durian zu. Sie ist ein bisschen verrutscht, ne? Ja. Oh, es riecht schon. Riecht nach Mango und Durian. Ich finde es eine tolle Kombi und dass du dich herangetraut hast, finde ich gut. Dankeschön. Ich finde die Konsistenz ganz interessant, weil es schmeckt so ein bisschen wie Pudding. Also selbst der Teig schmeckt so ein bisschen nach Pudding. Aber schmeckt es nach Zwiebel? Weil es wurde ja gesagt, es hat was. Es hat so einen leichten, zwiebeligen Unterton. Wirklich sehr, sehr interessant. Ich find's mega. Weil das, was ich vorher als abschreckend fand, ist jetzt im Endeffekt eine komplette Harmonie. Aber dass die Torte stinkt, stört euch nicht? Ja. Nö. Optik schöne Streusel. Fondant glänzt. Ich würde sagen, wir schauen, was drin ist. Du kannst es an meinem Gesicht sehen. Den Kuchen zu essen macht Spaß. Ich lächle. Ich habe nicht viel zu sagen. Ich finde es super. Oh, diese Mohnmasse in der Mitte und die ist so schön glitschig. Schmeckt sehr gut. Mohn ist leicht bitter. Ich hätte noch ein bisschen mehr ziehen lassen, weil ich ein Riesenmohn-Fan bin und hat nicht ganz hingehauen. Na ja, zwei waren zufrieden. Die erste Verkostung und Bewertung durch die Jury ist vorbei. Zurück bleiben glückliche, aber auch enttäuschte Kandidaten. So eine positive Jurykritik fühlt sich natürlich super an. Das geht runter wie Öl oder Butter in dem Fall wahrscheinlich passender. Ich weiß nicht, welche Fälle habe ich heute
vielleicht die Ofen ist so heiß oder vielleicht ich habe heute nicht konzentriert. Also das Juryurteil bezüglich meines Pflaumenkuchens war nicht ganz so toll, was ich sehr schade finde, weil das Rezept eigentlich ein ganz tolles ist. Und dass jetzt so viel schief gegangen ist, ist ärgerlich. Aber ich hoffe, ich kann in der nächsten Aufgabe ordentlich was rumreißen.